In Lübeck verehren wir die Märtyrer, die vier Märtyrer, die 1943 ihr Leben für den Glauben gegeben haben. Drei katholische und ein evangelischer Geistlicher. Das soll für uns im Erzbistum Hamburg zum Anstoß werden, diesen Gnadenort in Lübeck bewusst aufzusuchen. Und zwar nicht, um einfach mal zu schauen oder als Touristen zu kommen, sondern als Pilger. Sei es zu Fuß, sei es mit dem Fahrrad oder sei es nur eine kurze Wegstrecke zur Kirche der Märtyrer, der Propsteikirche Herz Jesu auf der Parade. Ich hoffe, dass das uns einen neuen Schwung gibt, dass wir Glaubenserfahrungen machen können, denn wenn man so unterwegs ist, dann ist das was anderes, als wenn man einfach so fährt. Herzliche Einladung an Sie und euch alle, am 29. Juni in Lübeck dabei zu sein. Ich würde mich freuen, Sie und euch begrüßen zu können und hoffe, dass wir alle von den vier Märtyrern in Lübeck profitieren und von deren Erfahrungen für unseren Glauben heute uns eine kleine Scheibe abschneiden können.